Zurück zu einer neuen Folge. Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Simmerrad. Leider ist mir aufgefallen, dass das wohl nicht so ganz gut funktioniert. Also es wird wohl jetzt erstmal. Ja, wir werden jetzt. Ja. Stellen mal hier eben das Mähwerk hin. So, ich habe hier den Helfer ausgemacht, während wir hier weg waren. Und leider. So. Leider funktioniert das nicht so ganz, wie ich das wollte. Ich brauche einfach mehr PS und hier auf der Fläche müssen auf jeden Fall die Bäume. Müssten die Bäume verschwinden. Und dazu habe ich leider momentan noch nicht das passende Werkzeug. So. So ganz schnell hier hin eben. Also wir haben jetzt noch nicht viel weiter geschafft. So, dann können wir das wieder anheben, damit haben wir nicht gerade die Presse ein bisschen angeschoben. Jetzt können wir wieder. Perfekt. Lassen wir hier mal eben so stehen, dann können wir hier eben noch da einstellen und alles. So, dann geht's jetzt hier mit. Erstmal wieder auf den Hof, also guck mal eben den neuen. Hier das Mähwerk wäre glaube ich. Ja, ne, doch, nehmen wir mal mit. Wir bauen jetzt nämlich eine neue Wiese. Weide, so. Mal hier schnell. Und zwar am besten eine ohne Bäume. So, die sieht da schon mal besser aus. Die ist wenigstens auch noch eben. Da könnte das sogar was werden. Perfekt. Wir werden nämlich jetzt einmal, wir fahren jetzt einmal kurz eine Runde und dann lassen wir Curseplay den Kurs planen. So, hier ein bisschen am Rand fahren. Jetzt nicht vor, so ganz groß. Ganz effizient abzuernten. Das reicht mir ja hier einmal so drüber. So. Hier müssen wir jetzt eine Kurve vernünftig hinkriegen. Fläche ist zwar, also ist relativ lang und nicht so ganz, ja, nicht so ganz eben. Ja, die Pfosten sind ja zum Glück nicht massiv. Da geht das ja auch noch. Auf der Fläche sollten wir wohl ein paar Ballen zusammenkriegen. Zumindest mal. So.
Dann zeige ich euch hier sozusagen, wie man ein Feld sozusagen selbst stoppt. So. Dann gehen wir jetzt hier auf Feldbearbeitung. Sagen hier aktuell, da steht schon hier direkt aktuell geladener Kurs. Dann kann man hier, ja, wir wissen, wie bereit wir sind. Wir wollen von Südwesten Richtung Osten starten. 6 vorenden und berechnen. So, dann hat er uns das hier schon sauber berechnet. Jetzt müssen wir nur noch den Startpunkt finden. Da ist Stopp. Dann wird da der. Genau, perfekt. So. Das Ganze speichern wir natürlich als Mähnenweide 4. Damit auch der andere Fahrer hier vorbei, Hunde. Und dann geht's hier mit zu Weide 4. Presse ist zwar etwas zu groß. Wir müssen dann leider mal kurz zu den Bestand fahren, aber zum Glück ist die ja schon gedroschen. Wo ist denn hier? Ah. So verläuft hier der Weg. Dann geht der Case hier schon mal. Die Wiese oder Weide 4, so. Den Kurs haben wir schon geladen. Aktueller Wegpunkt. Ja, machen wir mal so. Und perfekt, das sollte so klappen, oder? Perfekt. Ist halt relativ langsam. Im Gegensatz zu dem hier, fährt er hier mit fast 20 km/h so. So. Dann lassen wir die hier mal. Da, die da mal in Ruhe fahren. Dann muss halt mal das erstmal von alleine gemacht werden. Und dann können wir gleich schon mal, müssen wir gleich mal eben den ersten Körner mal schon mal verkaufen. Dann gucken wir mal eben. So, hier steht's. Körner Mais. Edeka 242 ist auch, glaube ich, der einzige Abnehmer. Perfekt, ja. Dann gucken wir mal eben. Ja, Edeka wird hier irgendwo in der City sein. Das sollte man ja eigentlich finden. Hier ist ein Getreidehandel oder sowas. Was hat der denn jetzt hier? Noch zu steil. Meine Fresse, da hat die noch so.
Okay. So, bald haben wir den ersten Ballen. Abweichen. Ey, was ist das denn hier? Ach, ich habe erst einen Weg umgestellt, um das mitzukriegen. Super. So. Hier fleißig weiter. Der löscht hier fleißig weiter und jetzt müssen wir mal einen Edeka finden. Gott, hier sieht bei einer Edeka aus. Ah, super. An der liegt fast so heute. Hängen geblieben. Keiner weiß, hätte ich nicht angenommen. Ich weiß, dass hier irgendwo ein spezieller Trigger, hier sind zwei Trigger liegen hier. Ja, kann nicht sein. Ist der Trigger hier hinten irgendwo? Ne, sieht ja vorne so aus. Wo könnte denn sein, hä? Körner, Mais, Edeka. Ne, falsch, Kartoffeln. Scheiße. Rote. Okay, was ist das hier? Rote Reederei. Hier. So, haben wir schon mal wieder ein bisschen Geld. Oh, 5000. Naja, aber so. Zwei Wahlen haben wir schon gemäht. Oh, die werden ja auch ganz schön. Also mähen tut er wirklich fix. Das kann man nicht sagen, kann man wirklich nicht sagen. Aber fressen, das ist echt so eine träge Sache. Müssen wir jetzt mal gucken. Traktor. Ja, der nächste wäre eigentlich ist ja der erste wäre der Same. Oder okay, ja, das Same, glaube ich, in dem wir investieren würden. Oder haben wir hier noch einen Traktor, einen vernünftigen kleineren? Der kostet 158. Also beides die gleichen. Den Case Puma. Zum Ziehen. Na, ja, das ist der, den wir schon haben, so. 110 PS, da kannst du vergessen, 200, 120 nur. Ich glaube, wir nehmen einfach den Massi. Ich weiß, dass der Preis nicht so ganz echt ist. Aber, boah, wie wir denn sowas. Also dann nehmen wir MF. Dafür brauchen wir jetzt noch 100. Wir gehen jetzt mal eben hier auf. Wir haben 55.000, oder oh, wir müssen noch ordentlich was ernten, du. Insofern Abfall entlassen. So. Dann presst er jetzt erstmal weiter. Haben wir wenigstens einen roten Traktor für unsere rote Presse, wenn wir den MF haben. Wenn der hier fertig ist mit Mähen, dann können wir auch noch. Können wir auch vom Bein holen. So. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.